Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und ich hab's endlich gemacht. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich mich echt raffen musste, weil ich Schiss davor hatte, das zusammenzuklemmen. Aber im Grunde, ja, zum Schluss bin ich sehr zufrieden und es ging dann doch schneller als gedacht. Das Unboxing-Video hatte ich euch ja schon gezeigt und ein bisschen mit dem Generator für den Mozza-Bricks rumgespielt. Und schauen wir es uns nochmal kurz an. Wir haben da das Paket S von Mozza-Brick. 5815 kleine Teile oder 5810 kleine Teile und 4 große und ein paar Plates. Und das kostet 69,99 und beim Unboxing-Video habe ich einen Fehler gemacht. Das sind natürlich nicht 0,012 Cent, sondern es sind 1,2 Cent, was ein Teil kostet, was aber trotzdem passt. Und die Teile sind tatsächlich gut. Das einzige Problem ist die Farbe der Grundplatten in Gelb. Das ist ein bisschen schwierig, aber es scheint nichts durch, aber trotzdem sieht man von außen, dass es gelb ist. Genau, ich zeige euch jetzt mal kurz, was für ein Bild ich benutzt habe. Und zwar war das das Grogu heißt er, The Child. Und habe da noch rausgefunden, dass wenn man, ich muss ein bisschen zu meinem anderen Computer gucken. So, genau, das ist das Bild, was ich benutzt habe. Und das ist ein sogenanntes WebP-Format. Da gibt es einen Generator, mit dem man normale Bilder dahin umrechnen kann. Und ich hatte das Gefühl am Schluss, dass das was bringt. WebG ist so ein bisschen ähnlich Weiterentwicklung, glaube ich, von SVG, also ein Vektorenprogramm, das mit Koordinaten arbeitet. Und durch das, dass das Bild dann sowieso schon Vektor ist, schien das noch bessere Ergebnisse, sagen wir mal, zu liefern als die anderen. So, in Vorschau sieht das dann so aus. Ich glaube, ich habe die zweite Version genommen, wenn ich mich nicht genau täusche. Ich glaube, es macht so ein bisschen aus, was für einen der Grautöne man am meisten benutzt, was man hier auswählt. So, danach habe ich dann von Mozza Bricks eine E-Mail, also ich habe dann dieses mich da durchgeklickt und dann gibt man eine E-Mail an, wo man sein PDF hinbekommen möchte. Genau, man bekommt eine E-Mail, wo man sein PDF hinhaben möchte. Das PDF ist okay. Habe ich es gerade da? Moment, ich glaube, wo habe ich das PDF? So, hier ist die PDF-Version, genau. Da bekommt man dann das gleiche einfach als PDF mit einer Titelseite, die sich gerade nicht öffnen will irgendwie. Na, was ist denn hier los? So, genau. Das ist die Titelseite. Hier sieht man dann, wie viele Steine man von welcher Farbe braucht. Und dann geht es auch schon los. Dann hat man lauter so kleine Felder. Und diese Felder sind auch auf den Packungen der Farben. Und wenn man tatsächlich sein... Also die Felder sind hier in vier Baseplates. Also das ist eine Baseplate und man fängt sozusagen mit dem ersten Viertel an. Dann macht man das zweite Viertel, dann das dritte Viertel. Also die nächste Seite ist sozusagen hier das zweite Viertel. Da hatte ich am Anfang nicht richtig aufgepasst und dann hatte ich das hier unten drauf geballert. Und dann durfte ich wieder alles wegmachen, was dann interessanterweise mit dem Trenner und sie gleich wieder oben hin machen ganz gut funktioniert hat. Hat mich aber durchaus etwas Zeit gekostet. Ich habe so das Gefühl, für eine Baseplate habe ich so eine Stunde gebraucht, ungefähr. Ich glaube, dass man das auch schneller machen könnte. Ich habe jetzt gut dahin geklemmt und glaube aber, wenn man jetzt nur das macht und nicht nebenbei noch irgendwas guckt und zwischendurch eine raucht wie ich, dann kommt man da ein bisschen schneller voran. So, es kommt dann aber auch in dieser E-Mail ein Link mit, den man entweder auf einem Monitor, auf einem Pad oder am iPhone oder am Telefon aufmachen kann.
Smartphone ist, glaube ich, der richtige Terminus. Das hat den Vorteil, dass man immer, also das ist eigentlich das gleiche wie das PDF, nur dass man hier immer schön dann anklicken kann, was man schon gebaut hat. Und ich hatte das Gefühl, dass mir das schneller von der Hand ging. Also zum einen fand ich es hier klarer, also fetter dargestellt einfach auf der Anleitung und man konnte sich halt markieren, wo man war. Der Vorteil ist, wenn man diesen Link, also wenn man die Cookies erlaubt und den Link wieder öffnet, dann hat sich der auch den Zustand vom letzten Mal gemerkt und man kann da weiter klemmen, wo man war. Und das hat dann echt ganz gut funktioniert und habe das an zwei Nachmittagen im Prinzip jeweils irgendwo mal 2 Stunden oder so drauf verwendet und hat gepasst. So, jetzt bin ich wieder hier. So, hier bin ich wieder. Genau. Und das ist das Ergebnis. Und ich finde es schön geworden. Wenn man sehr nahe dran ist, ist es ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich habe es dann mal jetzt so, also von meinem Sofa, sage ich mal, 2, 3 Meter weg gehabt. Und das hat gut ausgesehen. Ich muss jetzt mal noch gucken, wo ich einen Platz dafür finde. Aber doch, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Na, sehe gerade hier. Hier sind auch Noppen, aber das Licht will das gerade nicht darstellen. Genau. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Was sagt ihr? Die Bildauswahl. Ja, so. Das mal so viel. Von hinten sieht das Ganze jetzt so aus. Und ja, das Gelb ist gewöhnungsbedürftig. Das wäre natürlich in Weiß, Grau oder Schwarz. Schwarz wäre natürlich optimal. Weiß wäre noch irgendwie so. Es ist ein weißes Papier, auf dem man arbeitet. Aber das Gelb ist schon krass, weil wenn man es halt an der Wand hängen hat, hat man hier halt trotzdem diesen gelben Rand. Ja, dann gibt es diesen Ständer. Und dann gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Schachtel haben wir ja das letzte Mal schon Unboxing und es ist jede Menge übrig geblieben. Also ich könnte noch mehr so Bilder bauen. Gut, Anleitung hatten wir. Jede dieser Plates war in einer so einer Tüte drin. Hier waren nochmal die Anleitungen drin und die Dinge. Und dann gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Genau, den gibt es auch noch. Den wichtigen Teil drin. So, ich hole mal alles hier raus. Und seht, ich habe so an die 4 Tüten ganz verbraucht. Also von jeder Farbe, glaube ich, eins. Und habe jede Menge übrig. Also ich habe von 2 Farben jeweils ein ganzes Päckchen übrig. Und zwar von Schwarz und Dunkelgrau. Anthrazit oder so. Von der Farbe habe ich am meisten gebraucht. Da ist echt gar nicht mehr so viel da. Und ebenso von der. Und dann bleibt mir ganz viel Grau übrig und noch mal ganz viel Schwarz. Bisschen Weiß. Na, Weiß habe ich am meisten gebraucht. Weiß ist nur noch so viel da. Das ist nicht viel. So, Licht ist wieder super heute. Genau. Ich arbeite noch an meinem Autofokus und all diesen Sachen, aber das Video muss jetzt raus. So, was dann noch dabei ist, ist dieser Klebestreifen, den man da hinten drauf machen soll. Ich habe mich noch nicht getraut, ob ich das an meine Wand hänge, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diesen paar Klebestreifen nicht vertraue, dass das bei mir an der geweißelten Wand einfach hält. Denn das Ding hat jetzt schon, ja, ein bisschen Gewicht hat schon. Also ich werde es mal versuchen und in irgendeinem der nächsten News werde ich euch dann sagen, ob es runtergefallen ist oder nicht. Ja, was soll ich sagen? Das Ding hat jetzt im Endeffekt das Ergebnis ist schön und gefällt mir. Und wenn ich das Ergebnis vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht so lange aufgeschoben, weil auch das Klemmen ist jetzt kein wirklicher Bauspaß, aber es geht dann doch relativ schnell von der Hand. Ich hatte so meine Schüsseln da und habe gut mit den ganzen Schwarz- und Weißflächen konnte man da natürlich auch gut was wegwerkeln. Fazit zu dem Teil. Teile sind wirklich super. Ich hatte ein einziges Teil dabei, das einen leichten schwarzen Einschluss hatte. Es war ein weißes Teil, was einen ganz leichten schwarzen Einschluss hatte.
Ansonsten ist kein einziger Stein dabei gewesen, der sich nicht einfach so wegklemmen hat lassen. Die Anleitung, man kann tatsächlich immer wieder neu erstellen. Die kriegt man dann auch zugeschickt, sobald man halt einfach den Code da hat. Ich habe mehrere Versionen davon testweise gemacht und hat nie Probleme gegeben. Landet ja auch nicht im Spam-Ordner oder ähnliches. Wie beim Unboxing-Video schon erwähnt, die Fehlermeldungen könnten manchmal etwas klarer sein oder überhaupt mehr als eine Nummer. Man fühlt sich so wie beim Windows Bluescreen. Ja, genau. Anleitung passt. Wie gesagt, ich fand die Browser-Version besser, wo man anklicken kann, was man gemacht hat. Genau, negativ oder was mir einfach nicht so gefällt, ist dieser Papierständer, der, wenn zumindest aus hochwertigeren weißen Karton oder ja, hochwertigeren weißen Karton im Vergleich zu diesem braunen wäre, würde sich das besser anfühlen. Irgendeine wirkliche eine Aufhängung, mit der man es an die Wand an einen Nagel hängen könnte oder an eine Schraube wäre, irgendwie würde sich besser anfühlen als diese Klebebänder. Ich traue denen, wie gesagt, noch nicht ganz. Bin gespannt. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Ding. Hat Spaß gemacht und wird seinen Platz finden. Ich werde es, ja, zerlegen werde ich es nicht mehr. Und ich habe jetzt ganz viele 1x1-Bricks. Da brauche ich erstmal keine. Und genau, das Ding, wenn ihr bestellt, ich habe ja gesagt, das Ding wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich euch das zeige. Verdiene nichts dran. Affiliate habe ich mich gar nicht eintragen lassen, weil wegen den paar Prozenten, wenn zwei Leute da was bestellen, dann lohnt sich der Aufwand für die und für mich nicht. Ich fand es schön, dieses Set zu bekommen. Ihr bekommt aber, wenn ihr es kauft, über mich einen, ich glaube, 15% Nachlass. Das Passwort ist Grogu42, schreibe ich euch hier unten gleich noch hin. Und ja, wer so ein Mosaik haben will, es gibt ja ein paar Möglichkeiten. My Lego hat die bunten Sachen, aber das ist natürlich mit so einer App, da müsste man sehr viele Steine in so einen Satz mitbieten, damit, da sind wir wahrscheinlich dann bei 10.000 oder 15.000 Steinen, um die Variation dahin zu kriegen. Und was haltet ihr von Grogu? Wie findet ihr das Ergebnis? Und holt sich jemand von euch oder nicht? Habt ihr schon? Habt ihr auch coole Sachen? Gerne unten reinschreiben. Freue mich über Kommentare. Und wenn ihr euch einen holt, viel Spaß damit. Ich hatte Spaß jetzt am Ergebnis, am Klemmen. Wie gesagt, nicht so viel. Und das war der Donnergurgel für heute. Lasst euch gut gehen. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.